Seid ihr bereit, euch dem Kampf mit einem Eremiten zu stellen? Ja, ich bin es auf jeden Fall. Keine Ahnung, was da jetzt schief gehen könnte. Nun dann los, bleibt in meiner Nähe. Vorwärts zur Läuterung. Du hast doch sicherlich nicht gedacht, du könntest mitkommen. Hey, ich kann kämpfen und euch unterstützen. Äpfel werfen. Eremiten können nur mit Sonnenmagie besiegt werden. Schon eine Anwesenheit wäre eine Hemmnis. Nun, der Älteste des Nebels erteilte mir die Erlaubnis. Wie? Ich weiß schon, wann ich mich zurückziehe. Keine Sorge. Sorg dafür, dass du uns nicht im Weg stehst. Verstanden, Direktor. Erstaunlich. So etwas muss man mir nicht sagen. Seriosität ist schließlich mein zweiter Vorname, na klar. Jedenfalls meinte er noch, dass er noch nie Zauber gegen normale Monster angewandt hätte, nur um dann im Bosskampf den teuersten von allen einzusetzen. Den teuersten Zauber? Ich frag mich, wie man das als Spaß bezeichnen kann. Nun, jeder wie er will, schätze ich. Unterwegs, Kapitänin? Na, jetzt bin ich gespannt. Außerdem muss ich jetzt den ganzen Weg dahin wieder hinlaufen? Ach, glücklicherweise nein. Es ist immer dunkel. Woher wissen wir, wann die Sonnenfinsternis beginnt? Du wirst es merken. Der Fluch des Nachtschleiers ist stark. Aber er kann der Sonnenfinsternis nicht widerstehen. Das will ich unbedingt sehen. Jeden Moment. War leer. Also wenn der Mond in dem Tempo sich vor die Sonne schiebt. Es ist soweit. Krieger der Sonnenwende, kanalisiert euch durch mich. Ossa. Wow. Einfach so weg. Das war der Wahnsinn. Schnell jetzt, das Zeitfenster ist kurz. Yeah. Also von außen betrachtet sieht das sehr klein aus. Kann also nicht so ein Riesen-Dungeon sein wie der mit Romagna. Von innen ist es natürlich wieder viel größer. Erlina und Brugavis, ihr lehnt den Keller. Seid vorsichtig, der Fiefraß ist ein ernster Gegner. Das werden wir ja sehen. Zayl und Valer, ihr erledigt den Ballsaal und geht dann weiter in die Gärten. Das botanische Ungetüm ist eine Herausforderung, aber ihr seid ihm gewachsen. Wir schaffen das. Denkt an das, was ihr gelernt habt. Mondmagie gegen seelenbasierte Gegner, Sonnenmagie gegen handfestere Feinde. Wann habe ich das denn gelernt? Ich gehe nach oben und kümmere mich um das letzte Siegel. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Dann werden wir den Eremiten des Kummers ein für alle Mal vernichten. Viel Glück, Krieger der Sonnenwende. Also gehen wir nach links, nehme ich an. Wir gehen nicht nach links. Erlina und Pugavis übernehmen den Keller. Suchen wir nach dem Balsam und den Gärten. Ja, gut. Hell yeah. Da bist du ja. Ich kann den Eremiten nicht mit euch bekämpfen, aber ich helfe auf andere Weise. Hey, du musst Serai sein. Ich bin Gal. Danke für deine Hilfe vorhin. Schön, dass du zurück bist. Keine Ursache. Enterhaken, Enterhaken. Hier wurde schon länger wieder nicht sauber gemacht. Sauerei. Ich meine, er könnte ja wenigstens sich mal um Gäste kümmern, so wie uns. Technisch gesehen würde ich jetzt sagen, ist ein Buch ein sehr handfester Gegner, ne? Aber wir haben andere Kampfmusik, merke ich gerade. Finde ich gut.
Machen wir mal so. Wäre mich egal. Und dann... Mal so machen. Und schon ist ein Buch Geschichte. Haha. Ne, ihr versteht Buch Geschichten. Ja, okay. Ich hab's zumindest versucht. Ah. Interesting. Danke, dass ihr diese bösen Geister vertrieben habt. Ihr ruht euch an diesem Feuer aus. Sick. In der Villa sind noch andere verlorenen Seelen, die euch helfen können. Aber sie werden sich verstecken, solange noch böse Geister hier sind. Okay, cool. Das ist... Kann man das als Gimmick bezeichnen? Ich glaube ja, das ist ein interessantes Gimmick. Die Seite ist völlig blockiert. Damn. Übrigens, ich sicher, ich habe mal wieder leichte Spiegelung von meiner Lampe im Bild. Ist immer ein kleines Problem. Walzer 1 und Walzer 2. Aber das mit hier, dass wir angeblich gelernt hätten, ne, für die einen Gegner dies, für die anderen das. Meinte ich halt schon so halb ernst, ne? Hat mir nie jemand beigebracht. Die haben nur gesagt, hau drauf und dann ist gut. Also gut, eigentlich haben sie auch das nicht gesagt. Aber sie hätten es sagen können. Im Laufe der Generation hat das Böse diese Räume und Flure vollständig verschlungen. Seid ihr hier, um zu helfen? Dann solltet ihr euch vielleicht die Fackel links vom Kamin näher ansehen. Das sieht wie ein Schalter. Cool. Hindert mich irgendwas daran, jetzt mich einfach wieder zu heilen? Nö. Das Einzige, was mich an Hin- und Herlaufen wirklich, ich sag mal, aufhalten könnte, wäre einfach die Tatsache, dass ich zu faul werde, die Fußwege zu nutzen. Ne? Aber ansonsten... Den Geheimgang betreten? Ja. Moment, jetzt bin ich ja wieder am Anfang. Interessant. Nicht ganz sicher, wie das funktioniert hat mit den Gängen, die wir gesehen haben, aber die Trinkpäckchen sind fürs Mittagessen. Sind auch nicht überall Gegner. Nur so ein paar. Ja, machen wir so. Immer noch zu langsam für die Animation, obwohl sie relativ offensichtlich ist. Ihn damit umbringen? Wahrscheinlich. Aber das Buch konnten wir aufhalten. Yeah. Den könnte ich umbringen, den könnte ich nicht umbringen. Naja. Na, könnte ich doch. Gar nicht mal so schlecht. Ist nicht da. Eine Schneckentruhe. Moon Cradle Fischkuh. Nice. Okay, Getränk, nice. Fleisch. Alles nichts, was ich von hier jetzt mitnehmen würde, aber gut. Muss ich von der Decke fallen? Wenn ja, wie komme ich dann da weiter? Bin verwirrt. Hallo, du siehst seltsam aus. Bist du lebendig oder so ähnlich? Hallo, Freund, wir suchen nach dem Ballsaal. Weißt du, wo er ist?
Ja, er ist irgendwo hinter dieser Tür. Ein Vorschlag, du machst mir ein Sandwich und ich öffne für dich die Tür. Abgemacht, wie hättest du es denn gerne? Mein Lieblingsrezept ist ganz einfach. Zwei Teile Hepa, vier Teile Staub, drei Teile Zucker, ein Teil Rost. Natürlich zwischen zwei Scheiben Totleib. Okay. Finden wir diese Zutaten? Oh, alles in der Küche. Ich zeig dir die Tür. Das Rezept ist auf der Theke, falls du es brauchst. Und bitte beeil dich, ich verhungere. What? Rost? Totleib? Ich bekomme das hin. Könnt ihr mir die Zutaten besorgen? Für das, wenn wir zwei Teile Hepa, vier Teile Staub, drei Teile Zucker und ein Teil Rost. Ups. Moment, hab ich jetzt so viele oder? Also erstens wollte ich jetzt nicht so auf die Taste da drücken, aber naja. Okay, ich glaube, der geht einfach nur nach dem letzten, was ich gesagt habe. Zwei Teile davon. Drei Zucker. Zwei Zucker. Nee, drei Zucker. Drei Zucker. Vier Staub? Oder was für Hepa? Ich bin richtig gut im Merken hier. Nee, zwei Hepa, ein Rost. Zwei Hepa. Zwei, vier, drei, eins, zwei. Ja, passt. Soll ich zu kochen beginnen? Ja. Alles klar, Zeit für Snacks. Gib mir bloß ein paar Minuten. Du schaffst das Gal. Du kannst ein Zombie-Sandwich machen. Und fertig, jetzt auf zu diesem Geist. Meistergeister-Sandwich. Meistergeister. Hast du mein Sandwich gemacht? Essen wir. Ah, ein wunderbares Sandwich. Hier ein kleiner Bonus für den Aufwand. Yeah, ein Deal ist ein Deal. Der Ballsaal liegt direkt gleich hinter der Bibliothek hinter mir. Du musst nur den König krönen. Kein Problem, ich. Also normalerweise bin ich ein Usurpator, nehme ich an, aber hin und wieder kann ich auch mal wen krönen. Ich das mitnehmen? Auf der Notiz steht, der Weg in den Geheimgang zur Küche führt über den Topf im Garten. Nehme ich jetzt erstmal so hin. Das finde ich nicht gut. Überhaupt nicht gut. Aber egal. Zack, bum, peng, klall. Dann eine Giftsalbe. Die gute alte Giftsalbe. Hat nicht so gut funktioniert, wie ich wollte, aber egal. Vernichten wir zumindest ihn hier. Witzigerweise kam ein Geräusch, als hätte ich geblockt, aber ich habe definitiv sowas von überhaupt nicht geblockt. Von daher. Braucht ihr nicht denken, ich blocke hier. Ich blocke gar nichts. Ich mache einfach. Ich existiere so vor mich hin. Quasi. Obwohl, dabei fällt mir dann gerade ein, wir haben ja Dingenskirchens. Das Teil, was theoretisch Auto blocken kann. Also daran wird es gelegen haben, aber naja. Gut zu wissen, dass es hier und da mal das macht, was es soll. Oh, der nimmt es nicht weg. Wagenpaket 3 erhalten, was?
An Paket 3. Könnte für ein Quizmaster interessant sein. Aber 3? Ich hoffe, die findet man außerhalb der eigentlichen Reihenfolge, sonst fühle ich mich ein bisschen verarscht. Krone erhalten. Ah, auf der Seite sind noch mehr Gegner. Und eine random Abkürzung. Okay. Einmal so. Einmal so. Und dann die Giftsalve. Damit dürfte der linke sterben und der rechte halt... oder ich mach den Angriff einfach nur richtig schlecht. Ist leider auch immer potenziell möglich, dass ich meine Angriffe verkacke. Ist doch doof. Lass ich so oder so schaden. Nur weil ich meinen Angriff verkackt habe. Okay, Blasenwurf kann ich für gewöhnlich kontern. Also parieren. Was gut ist, weil dann können wir... Was sieht denn, wenn ich tausche? Geht das als Runde? Nein, nicht so richtig. Ja, schleuder den mal woanders hin. Gefällt's mir... Ja. Nicht ganz das, was ich wollte, weil ich mich eigentlich heilen wollte. Aber hey, ist ja egal. Ich vermisse Lucent. Ja. Ist dann halt so. Der König trägt einen Ritterhelm. Nehmen, ja. Soll den König krönen. Ah, da steht ein... Stand der gerade auch schon da? Nein, oder? Nein. Eines Tages wachte ich auf und der Nachtschleier war da. Schlecht. So, wir brauchen... Quasi immer dieselbe Reihenfolge, ne? Büffel, normaler Ameisenlöwe oder was auch immer und Vogel. Ich habe keine Ahnung, was das da ist. Aber in der Theorie müsste das ja eine Lösung für irgendwas sein. Es hat sich ja nichts getan. Außer ich jetzt falsch rum mache, aber ich glaube nicht. Ja. Tut sich so rum was? Nur ein paar verstaubte Bücher. Oder soll das einen Geheimgang in der Küche öffnen? Und das war damit gemeint. Der Weg in den Geheimgang zur Küche führt über den Topf im Garten. Ne, das macht ja gar keinen Sinn dann. Falls sich übrigens jemand wundert, ich plane gerade einfach eigentlich nur einmal kurz zurückzulaufen, mich heilen. Aber... Obwohl, das ist wahrscheinlich einfacher, wenn ich darüber gehe. Aber das
Rätsel sagt mir jetzt auf Anhieb erstmal nichts. Was nicht unbedingt schlimm ist. War schön, dass da wenigstens ein Rätsel ist, bei dem ich überlegen muss, warum ich halt quasi nichts tut. Eremit des Kummers. So kümmerlich, der Eremit. Okay, einmal zurück. Einmal scharf überlegen, was da gerade nicht richtig ist. Eigentlich überlegen, wie ich an diese Bildkiste komme. Aber da ist ein Gemälde. Vielleicht muss ich durch ein Gemälde da reingehen. Aber ob das so einen Sinn macht, weiß ich nicht. Dann kann ich. Soll ich nochmal was mit den Ritterstatuen anstellen? Hätte ja sein können, aber dickes, fettes, nö. Ja, vielleicht einfach mal den restlichen Raum angucken, das wäre schlau. Ja, das war schon richtig da und dann das rechte Seite, linke Seite, nehme ich an. Wo ich mir jetzt nicht sicher bin, wie rum ich es machen müsste. Immer an linke Seite. Linke Seite müsste von links nach rechts sein. Naja, dann müsste das hier der Büffel sein. Und dann so, ja. Ja, einfach mal den Raum vernünftig angucken, dann geht das schon. Genius. Sail und Sirai lernen den Kombo-Skill X-Schlag. Hey, Chrono Trigger, da haben wir eine klare Referenz mal wieder. Geht doch nichts über den guten alten X-Schlag. X-Faktor, das Unfassbare. Sehe ich gerade wieder nur irgendwas nicht? Oben ist ein Haken. Den Teil erkenne ich, aber. Das erkenne ich nicht, ja. Okay. Ja. Gespenstischer Umhang. Wird wahrscheinlich für Sirai sein, ne? Nein, ja, warum nicht? Oh, das ist für Gal? Beziehungsweise für Sirai wäre auch richtig, aber sie hat ja schon einen. Das erklärt, warum mir das Wort so bekannt vorkam. Beziehungsweise der Name. Gruselig. Das ist für das Ding in der Küche, glaube ich. Ah. Schafft sollte eine nützliche Abkürzung sein. Yeah. Ich will ja immer noch mal. Kann ich mich auf den Sessel setzen? Nein. Ich dachte, da war gerade so ein Icon, um, naja, irgendwas zu machen, aber. Einbildung ist auch eine Bildung und so. Yeah. Pure Vernichtung für weizer tanzende Pärchen. Obwohl sie halt nichtsdestotrotz echt übel wehtun. Muss man halt auch mal den lassen, ne? Aha. Ich mag auch Feuer.
Aber cooler Nebel, ne? Mit den ganzen Gesichtern da drin und so, merke ich jetzt erst so richtig, wo ich einmal drauf ansprechen wollte. Kriegst du ihn wieder kaputt? Ja! Was Schönes, weil das heißt, dass wir in dieser Runde ganz entspannt den Gegner ja auch vernichten können. Wunderbar. Das schon der Ballsaal? Das könnte sogar sein. Danke, dass ihr die bösen Geister vertrieben habt. Es fühlt sich wärmer an. Werdet ihr in die Gärten gehen, um das botanische Ungetüm zu bekämpfen? Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Nein. Nein, eigentlich nicht. Dieser Stuhl fühlt sich kalt an. Und so leer. Okay. Gruselig. Steht auch jemand. An der Unterseite des Topfes befindet sich offenbar ein Schalter drücken. Ja. Das dürfte mich jetzt in die Küche führen. Oder zu der Schatztruhe. Ah. Nice. Ja, toll. Theoretisch ein... Naja, so wirklich nur rein theoretisch ein Irrgarten. Das Eier? Irrgarten-Eier. Da kommen wir nicht rein. Ich nicht auf der anderen Seite die Doren fertig habe, nehme ich an. Okay. Wenn wir einfach da durch hätten laufen können, das hätte mich sehr irritiert, aber gleichzeitig wäre es so ein bisschen auf der Ebene gewesen von, ja, warum eigentlich nicht, ne? Ja, Controller, mach. Ich könnte auch mit Steuerkreuz spielen. Würde in dem Spiel sogar kaum was ändern. Aber ich bleib dabei. Ein Control Stick hat nicht zu driften so schnell. Aber naja. Anyway. Ist das und dies und jenes und das da und das und sowieso und hier und da und ne? Tschüssikowski. Das Problem ist ja, Steuerkreuz ist immer schön und gut, ne? Aber diese 360-Bewegung fehlt da halt so ein bisschen, ne? Das ist nicht schön. Nichtsdestotrotz nehme ich diese Beeren mit. Weil die komplett unabhängig von meiner Bewegungsfreiheit in so einem Spiel sind. Mal so. Darf ich das sicher nicht alle? Ja. Ein. Kleiner Zombie Bro weg. Da hauen wir einfach drauf, weil wir können. Sofort wieder dran. Das finde ich nicht gut. Mal arbeiten wir so, verstärken uns, hauen drauf. Und Ende Gelände. Ich so drüber nachdenke, ist sehr interessant, dass keiner hinterfragt, dass Serai das auch kann. Also Lebensmana nutzen und so. Egal. Wird schon niemanden stören.
Und beim nächsten Mal ist dann das große Biest in der botanischen Abteilung hier dran und dann. Ne, wir waren schon im Ballsaal. Und dann müssten wir ja. Also ich sehe es kommen, dass wir allen anderen helfen müssen, die Siegel überhaupt zu brechen, aber das ist natürlich jetzt wieder so an den Haaren vorbei, ne? Wer weiß das schon. Wir werden es sehen beim nächsten Mal. Um kein Video von Sea of Stars mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, schreibt mir hinein, was ihr gemocht habt am Video oder was nicht. Vielen Dank an meine Patreons für die Unterstützung. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye bye!